Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Das Event mit allen Bossen auf Shoreline ist ja nun mittlerweile vorbei und natürlich haben auch Titan, Vlado und ich uns das nicht entgehen lassen. Auch wenn wir in den Raids meist mehr PMCs und Player-Scaps zu sehen und spüren bekommen haben als die Bosse selbst. In diesem Raid sind wir also als Trio unterwegs, um uns den ganzen Spaß zu gönnen, und schon am Anfang ging es direkt gut los, bevor wir überhaupt zum Resort kamen. Aber auch im Resort ging es dann natürlich bleihaltig weiter. Viel mehr will ich auch gar nicht verraten, also war es das an dieser Stelle wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Trotz dass ich die nicht so geil oder finde, ist die SVD wirklich eine recht gute Waffe zum Damage machen. Wer liegt von euch? Niemand liegt. Was? Ja. Hab doch mal kurz einen Spieler getötet. Rennt einer von euch bei mir? Ja, ich komm grad. Ich sitz. Ich bin jetzt direkt bei dir in meine Steps. Lag der einfach neben uns? Hier, oder? Ich hab seinen Rucksack drehen sehen. Ich lieg jetzt hier. Der hat euch ziehen lassen. Hier, noch auch einer hinter uns. Noch einer hinter uns. Achtung, ich näh dir mal kurz. Ich näh dir Richtung Tower. Okay. Ich muss hier kurz weg. Ich hab ihn. Nein. Halt den Maul. Hast du ihn genäht, sag mal? Da liegt er. Lol. Ich glaube, das war sein Buddy, könnte sein. Level 41. Das hat er nicht kommen sehen. Gani, alles gut bei dir? Ich switch bloß kurz. Ich komme zu euch gerannt. Nein, er hat immer noch ein Bein kaputt. Aha. Junge. Ja, ich dachte, ich habe dann auch auf eure Bildschirme. Ich habe eigentlich wieder viel zu lange auf mich warten lassen, aber er wollte mich auch ziehen lassen. Und dann habe ich so angetäuscht, als wenn ich ihn nicht gesehen hätte und bin ein bisschen nach rechts. Und dann hat er sich auch blöd zu mir gedreht und dann wollte er, glaube ich, auch langsam schießen. Aber da habe ich ihn dann schon auf den Kopf geschossen. Ich habe gerade ein ganz dummes Gefühl. Oh nein, ich muss nicht kacken. Ich hab auch ein dummes Gefühl. Von vorne, glaube ich, von dem Berg aus. Wieder nach hinten? Nach hinten verschieben? Leute. Oder was wollen wir machen? Wir müssen erstmal. Titan liegt auf dem Boden. Ach, der liegt auf dem Boden. Ja, ich komm nicht weg, ich komm hier nicht weg. Ich muss, glaube ich, nach links weg. Auf mich wird geschossen, oder auf dich? Auf mich, ich bin down. Ich sehe es nicht, wo. Ich sehe es nicht. Ich hab den Schuss nicht mal gesehen. Der müsste aber auf jeden Fall von oben geschossen haben. Richtung Dings.
Hier hinten maximal. Hier am Stein. Besser aufteilen jetzt? Was? Ich habe ja seine Waffe von Titan. Hm. Abgehauen, als er euch gesehen hat, oder? Aber der ist halt drinnen jetzt hier und hat es reingepusht. Hm. Und vor uns? Hm. Kann es sein, dass es eine VSS gewesen ist? Oder klingt ein bisschen dumpf, oder? Die Schussrate ist von der VSS schneller, oder? Naja. Ja, es sei denn, er spielt Unterschall, aber... Ich schmeiß eine Handgranate zum Pavillon. Granate! Links! Alter! Wo denn? Er ist tot! Der war statt gerade vor mir die ganze Zeit. Da, im Wald. Vor mir im Busch. Ich sehe ihn immer noch nicht. Granate, da! Lull! Ach, Rishala! Ja! Als Titan gestorben ist, zwei verschiedene Ziele beobachten, ist schwer für den Gegner. Ja, gut, das stimmt, ja. Oh. Drin ist da was. Ja. Vorne und, auch. Admin ist was. Ja. Ein Balkon und dann Yalla. Ja. Oh nein. Er läuft. Treppenhaus. Er ist hier links. Echt? Du hast die Tür, oder? Weil wenn ich jetzt die Handgranate ziehe und der sprintet, dann laufe ich hier nach links in die Ecke, ne? Ja. Treppe, oh, ist hoch, ist hoch, ist hoch, ist aber lit. Hinter uns! Hinter dir auch, fuck. Verzieh mich hier im Raum, ne? Ja. Der oben ist richtig lit. Du hörst ihn auch. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn. Handgranate? Ich weiß nicht wo. Nee, bei uns, der oben. Hier war es geradeaus, der dich angeschossen hat. Die Treppe über dir? Du hast die Treppe? Ich habe die Treppe über dir, quasi der, wo der Typ weggelaufen ist. Ja, okay. Unten ist dumm, weil er es durch den Durchbruch sehen kann, ne? Wenn ich unten lang laufe. Sicher über uns? Ja, könnte sein, dass über uns muss. Du guckst leicht unten, ich gucke nach oben. Ich... Er ist über mir. Er nimmt eine Nate, pass auf, Treppe. Granate? Hör sie nicht.
Hat sie wieder weggepackt, ne? Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Oben. Treppenhaus. Er kommt, glaube ich, oben. Hast du oben noch? Ja, ich habe oben noch. Kommt gleich. Ich habe ihn gerade steppen sehen. Ich habe auch seine Füße gesehen. Komm. Er will triggern, sein Kumpel kommt. Verlass mich! Hab ihn! Ja, aber er kommt jetzt gleich von links, sein Mate. Von links? Ach, von deiner, ja. Unten kommt was? Mit dem Boss sein. Da kommen mehrere unten. Du bist an der Leiche, oder? Bist du an seiner Leiche dran? Ne? Fuck. Ich nicht! Oh, ich muss kurz. Ja, sorry, ich hab unten zwei Stück gehabt. Ja, du hättest aber mir sagen sollen, dass du auch nicht auf der Leiche bist. Sorry. Soll ich klippen? Ich hab Probi geschmissen. Ich hab Probi geschmissen. Pass auf, ich klipp schnell. Ich hör was? Ja, er kommt leicht. Unten, ne? Mit Scav-Spieler. Und unten ist immer noch der Guard. Da sind mehrere. Alter, willst du mich verarschen? Der hat mich kaum gesehen, hat mir ins Gesicht geschossen. Scav-Spieler. Ist das reulich? Ich hab. Fuck. Casing is real, Alter. Ja, den tatsächlich. Stimmt, unten gelootet, ne? Was? Stimmt, den Spieler unten gelootet. Ah ja, wahrscheinlich. Was mache ich jetzt mit deinem Shit? Auf den Balkon draufschmeißen. Nur auf dem Balkon? Ja. Goggles sind egal, der Scheiß. Kann mich hier nicht nehmen in den Raum rein? Ne. Was? Irgendwas ist da draußen. Wirst du es irgendwo anders in den Raum rein dann? Das ist ein Scav-Spieler, wie das aussieht. Ne? Ja, Mann.
Wir sind hier alle gerade. Ach, jetzt hab ich... Deine... So. Hier lief voll. Okay, pass auf, ich hau jetzt hier ab. Oh, ist Taxi noch da? Nur den Typen noch an der Treppe oben. Na, das ist der Typ, der im Titan. Ballin? Ja, das ist der. Wir haben ihn getötet, Titan. Nice. Gut. Warte mal, der hat meine Dings mit. Der schießt doch meine Ammo. Ach nee, Quatsch, SR-25. Alles gut, hat sich schon erledigt. Okay. Warte mal. Ganz kurz. Ich kann jetzt wieder genauso raus und dann wieder schräg zum Taxi, ne? Genau, aber muss aufpassen, wegen Gaff und so ein bisschen, ne? Ja, entweder sterbe ich oder ich sterbe, ne? Oh, ey. Dann verabscheue ich mich dann schon mal, ne? Jo. Auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Schönen Abend euch noch, ne? Jo. So, Leute, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier rauskommen. Wir können auch Trimadol, ich habe zu wenig Essen, um das Leben durchzustehen. Der grüne Sim gibt Essen, oder? Aber ja, aber ob das jetzt wert ist? Weil noch regeneriere ich ja, weißt du? Dafür einen 200k Sim zu ziehen, je nachdem wie viel er jetzt gerade kostet. Vielleicht ein bisschen drüber. Oh, ich war mir gerade unsicher, ob ich Geld habe, ne? Heiligen Scheiße, ey. Oh mein Gott. Schade, dass nur ich jetzt überlebt habe. Das hätte ich mir für uns besser gewünscht. Aber
Wir haben die Rache immerhin für uns. Wir haben den, der Titan getötet hat, und wir haben den, der Vlado getötet hat. Das sind einfach nur Scavs, die die ganze Zeit so viel Terz machen, du. Mein Gott, ich weiß nicht, was bedrohlicher ist. Die Bosse, die Scav-Player oder die richtigen Player? Weil die richtigen Player zerfetzen sich ja eigentlich am Anfang schon. Dann bist du Mitte des Raids eigentlich schon relativ safe. Aber die Scav-Player, die dann kommen und nichts zu verlieren haben, Junge, die geben dir richtig. Und vor allen Dingen liegt da so viel gutes Zeug rum, dass die sich equippen und dann gehen die nicht mit einer kleinen sind oder mit einer Shotgun um die Ecke. Nee, dann kommen die mit einer RPK oder mit einer SR-25 oder was weiß ich nicht, mit was für einer Knarre und dann heizen die dir auch nochmal richtig ein. Nichtsdestotrotz, gute Runde, Spaß gemacht.